Hallo Leute, ja, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen eigenartig, dass ihr jetzt nur meine Stimme jetzt kurz hört. Also zur Info, bevor dieses Let's Play startet, möchte ich euch informieren, dass meine Stimme etwas zu leise geworden ist und der Gameplay-Musik etwas ein bisschen lauter geworden ist. Also möchte ich darauf hinweisen, dass ihr meine Stimme eher kaum hören könnt. Aber keine Sorge, im nächsten Part wird es dann bald dann fixiert und es wird auch nicht mehr wieder vorkommen. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß mit diesem Part. Und viel Vergnügen. So, meine lieben, aber witzigen Mario-Fans da draußen, willkommen zu einer neuen Folge von Mario und Luigi Superstar Saga. In der letzten Folge haben wir natürlich Little Toadtown endgültig erreichen können, trotz Timelapse, weil es zu lange gedauert hätte. Und den Boss haben wir auch natürlich besiegt. Und in dieser Folge geht es jetzt nun diesmal weiter in Little Toadtown. Bis jetzt müssen wir jetzt nur noch umgucken, was hier noch gibt. Mal sehen, was hier gibt. Die scheint wohl eher eine Spielhalle zu sein. Hereinspaziert! Ein Spielchen gefällig? Wagt ein Spielchen, wenn ihr eine gute Punktzahl schafft, gibt es einen unschlagbaren Pilz umsonst. Gut, dann werden wir das mal probieren. Was haben wir hier? Hier ist das Minispiel. Lust auf ein Spielchen? Na klar, schon mal sehen, was hier abgeht. Willkommen beim Sternschnapper. Schafft 200 Punkte und ihr bekommt eine tolle Prämie. Drückt Start, um die Regeln anzuzeigen zu lassen. Und jetzt gebt Gas. Okay. Also bevor wir das starten, schauen wir mal hier. Da steht drauf Wintendo, obwohl es nicht Nintendo heißt. Naja. Also der Stern bringt uns jetzt 5 Punkte und die Blume 3 Punkte, die Pilze 1 Punkt und die Bonbombe nur einen Punkt. Und hier hört man schon die Musik von Yoshi's Island, glaube ich. Oh Mann. Oh, das ging ja ziemlich einfach. Leute, das ist ja ziemlich einfach. Wir haben sehr viel Zeit. Aber ich glaube, hier muss ich nur A gedrückt halten. Ah, ich habe fast 200 Punkte. Komm schon. Wir haben fast 200 Punkte, Leute. Ah, knapp. Muss noch 15 Sekunden, komm. Muss noch ein Stückchen, bitte, komm. Ja, ich habe schon erreicht den Highscore. Ja, super. Wir haben es geschafft, meine Freunde. Jetzt sind wir ein Stückchen weitergekommen in diesem Spiel. Denn das Minispiel ist das Einzige, was wir jetzt weitermachen müssen. Das war's schon. Glückwunsch! Das ist ein neuer Highscore! Gut gepunktet! Hier euer Preis! Du erhältst den Unschlagbarpilz! Oh Mann, ist das jetzt ist das ein Giftbild? Na, schmeckt gut, oder? Oh, was ist jetzt los, Mario? Oh, Scheiße! Mario, nein! Oh nein. Mario. Wie geht es ihm? Kommt mir reichlich grün vor. Man beachtet das Gesicht dieser Patient leider dann. Grünfieber, ganz sicher schätze ich. Viele Touristen erkranken daran, weil sie an die landestypische Küche nicht gewöhnt sind. Oh, und gibt es eine Heilung? Ja, mit der richtigen Medizin, aber ohne die gibt es keine Heilung. In 3 Tagen wird Mario zur Riesenbohne, quasi zu einem Bonario. Bonario? Was ist das denn für eine Bezeichnung? Was sollen wir tun?
es ist nicht ganz ungefährlich. Westlich von dieser Stadt befindet sich eine legendäre Ruine. Man kennt sie unter dem Namen Gröl-Ruine. Im Keller der Gröl-Ruine wächst angeblich ein Kraut. Die heile Wurz, dieses Kraut ist ein Gegengift, das das Grünfieber heilen kann. Luigi, du willst zur Gröl-Ruine reisen? Oh yeah! Ich habe irgendwo gelesen. In der Gröl-Ruine wohnt ein schreckliches Monster, wie dieses hier. Und Luigi ist richtig in Panik. Man sagt, wenn dieses Monster einen Tod angreift, zerschmettert es seine Knochen, zerfetzt seinen Körper und saugt sein ganzes Blut aus dem Leib. Das ist wie Dracula. Oh mein Gott. So will es das Gerücht. Luigi sitzt in Starr. Angststarre. Ach, wie schrecklich. Aber Luigi, wird dir sicher nichts passieren. Oder? Oder Luigi? Du tust doch gern für Mario. Oder etwa nicht? Diese Bruderliebe. Im schwachen Fleisch steckt eben doch ein williger Geist. Luigi, unsere ganze Hoffnung liegt auf dir. Finde das Kraut und komm gesund wieder hierher zurück. Ach, armer Luigi. Wir können leider nicht angreifen, der ist so verängstigt. So wie wir ihn kennen. Und Mario, was ist mit dem passiert? Ja, der sagt dieselbe Sache wie immer. Ich glaube, wir müssen jetzt hier raus. Wir können jetzt leider nicht speichern, da jetzt Luigi in absoluter Angststarre leidet. Er ist wie, oh, ich habe solche Angst, ich werde wahrscheinlich sterben. Ich kann doch nicht meinen eigenen Bruder retten. Ja, mein italienischer Akzent ist doch bescheuert, ich weiß. Aha, du bist also an meinen hypnotischen Fähigkeiten interessiert? Aber du scheinst mir ein wenig aufgeregt zu sein. Atme erstmal ganz tief aus und ein. Na, wie ist es? Fühlst du dich schon etwas besser? Übrigens siehst du dem berühmten Mario ziemlich ähnlich. Ist Mario vielleicht ein großes Idol? Dann werde ich dich wohl in Mario verwandeln. Schließe deine Augen. Fühlst du dich... Mario... Deine Gesprünge sind hoch, dein Mut ist groß, denn Mario, der Superheld, das bist du. Ja, du bist es. Siehst du, fühlst du dich schon wie Mario? Du bist Mario. Mario, das bist du. Irgendwie Mario, fast schon Mario. Hauptsache Mario. Ja! Kannst du die Augen... Du kannst jetzt die Augen öffnen. Was ist jetzt mit ihm geworden? Hierher, bitte. Oh. Luigi wurde zu Mario. Und? Ist deine Mütze rot? Sind deine Kleider rot? Du bist Mario. Jetzt ist er mutiger geworden. Seit Kamek mit den Hypnotisierern angefangen hat, wird es immer schlimmer. Jeden Tag sucht er sich ein neues Opfer für seine okkulten Übungen. Naja, er hat jetzt natürlich Luigi geholfen. Naja. Hier kommen wir nicht mehr weiter. Ich glaube, wir müssen jetzt wieder runter zu Little Toad Town. Da war noch natürlich ein Aufzug. Nur für eine Person gedacht wäre. So, dann gehen wir jetzt mal runter. Von Toad Town, Little Toad Town. Ins Gröltal gehen? Na klar, wir müssen hier runter, denn hier gibt es noch einen Aufzug neben dem Gröltal. Ach ja, Leute, ich habe jetzt fast vergessen, euch zu erzählen. Ich tue jetzt gerade aufnehmen auf mein OBS Studio, mein Mikrofon, da ich jetzt immer mit Outer City aufgenommen habe. Ich hoffe, ihr hört meine Stimme jetzt klar und deutlich. Falls nicht, werde ich es im nächsten Part ein bisschen ändern. So.
Jetzt geht es dann direkt in die Höhle, so wie es aussieht. So. Hier müsste doch eine Höhle sein. Ah, das war natürlich die Sackgasse. Hab's mir doch geahnt. Hier geht's nichts weiter. Die Musik ist so wunderbar. Gut, müssen dann bald hier sein, so wie es aussieht. Und diese Stelle, wo ich jetzt... Oh nein! Okay. Wo sind wir jetzt auf einmal? In einem anderen fremden Ort. Hier ist ein Wonderpilz. Hier brauchen wir natürlich einen Max-Hammer, also den maximalen Hammer-Power-Up. Dann gehen wir jetzt hier runter. Wo sind wir jetzt überhaupt? Trotzdem speichern. Mal sehen, was jetzt uns jetzt abgeht. Nahe der Gröll-Ruine. Okay, wir sind jetzt gleich in der Nähe von der Gröll-Ruine, meine Freunde. Aber wir müssen Mario retten. Noch in diesem Part, höchstwahrscheinlich. Hier ist noch ein Pilz, Sirup und wieder Pilze. Hier geht's nicht mehr weiter. Oh, jetzt kommt wieder so ein Rätsel oder wie oder was. Okay, jetzt müssen wir... So. Oh, ich muss den Roten nicht treffen. Ja genau, jetzt weiß ich schon. So, jetzt haben wir es geschafft, Leute. Oh, die Laser kommen jetzt. Hä? Oh, es scheint schon mal eher ein Knopf zu sein. Und da öffnet sich jetzt das Gröll-Tal-Ruine. Oh Mann. Ich glaube, da werde ich jetzt schnell... Wander einsetzen. Donner! Öffnen wir jetzt schnell die Tür. Denn ich glaube, jetzt kommt jetzt ein Bosskampf, so wie es aussieht. Das erinnert mich ein bisschen an das Gesicht von Krankfried. Okay. Speichern wir jetzt noch fleißig. Wir haben noch genug Zeit. Falls die Stimme ein bisschen zu leise ist, verzeiht mir, ich werde es dann im nächsten Part ändern. Aber ich glaube, das wird schon jetzt nicht so oft der Fall sein jetzt, glaube ich eher. So, los geht's. Hier sind ein paar Gegner, so wie es aussieht. Go, Luigi. Ah, das ist ein richtiger fetter Hammer, Bruder. So, ich kann nur mit B angreifen, weil ich habe nicht mehr A dabei. Oh la la. Oh, scheiße. Ich habe jetzt wieder die Arc-Taste gedrückt. Ich weiß ja nicht, ob er stehen bleibt. So. Alter!
So, damit haben wir es geschafft. Können wir jetzt schnell einen Select drücken. Ich will jetzt nicht die Ultra-Pilze verschwenden. Ich glaube, das könnte wahrscheinlich doch ein Fehler sein, der in den Urgetüm. Was für ein Name ist das denn bitte auf Deutsch? Ich weiß nicht, wie er auf Englisch heißt, aber... Oh nein, Mario. Ich meinte Luigi. Ach, ich sage jetzt Mario. Das ist Luigi, nicht Mario Luigi. So. Ach, ich wollte jetzt gerade auf B drücken. Was soll der Scheiß? Ja, leck mich doch am Arsch. Bäm. Und weg mit dir. So. Die Wachen sind wir jetzt mal los. Bäm, 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 bäm. Oh Mann, jetzt kommt diese Stelle noch dazu, ne? Da habe ich echt... keinen Bock, aber jetzt muss ich genau springen, und zwar exakt, wie es aussieht. Ist mit Time Limit, dann ist es doch echt unfair. Oh, die fallen ja runter. Ah, geschafft, super. Sauber, wir haben es locker geschafft. Leider habe ich nicht getroffen. Scheiße. Volltreffer sogar, ne? Super. Hammer. Und bäm. Eins auf die Fresse bekommst du. Aber irgendwie jetzt gefällt mir jetzt schon diese Stelle jetzt besser, weil das mit dem Gröltal mit Peach zu eskortieren war, ist wahrscheinlich für viele sehr viele aufbrausend, wenn man das als Let's Play macht. Oh Mann, der hat eine Faust. So, jetzt haben wir das Urgetüm jetzt mal fertig gemacht. Macht aber wenig Schaden hauptsächlich. Das ist ulala. Ich glaube, das ist auch das Viech, was in, was haben wir hier drüben? Oh, das sind noch weitere Gegner. Dann muss ich extra die Ultranüsse jetzt verschwenden. Und zwar, das ist völlig unnötig. Ach, komm schon. Jetzt halt doch mal still. Wieder mit diesen Viechern kämpfen, ne? Gott sei Dank, wir haben einen höheren Angriffswert. Und weg mit dir, Freundchen. So. Noch ein weiteres Item. Ein Superpilz. Okay, für das hier habe ich nur einen Superpilz bekommen. Geil. Und wieder so eine Lösung wieder. Oh mein Gott, nein. Wie viele gibt es denn hier noch? Ich glaube, das werden wir noch sicherlich im nächsten Part durchziehen. Das ging ja sehr einfach. Okay. So, bei dem will ich jetzt mal auch ändern. Oh, jetzt kommt so ein Rätsel wieder, ne? Dass der andere jetzt hoch geht, der andere runter geht. Okay, jetzt weiß ich schon, wie das geht, aber... Okay, Moment. Ich glaube, ich muss da hier hochgehen. Das weiß ich. Und dann... So hochkommen. Ja, so geht das. Sehr gut.
diese Lösung ist doch sehr einfach. Lol, das ist doch ziemlich einfach. So, ich glaube, da muss ich jetzt das hier hochbringen. Yep, da haben wir es geschafft. Nein. Oh Mann. Muss ich wieder jetzt extra speeden, damit es wieder die Sequenz nicht mehr kommt. Super. Oh ja, genau. Jetzt muss ich da wieder hochkommen wieder. Wie geht das nochmal? Ja. So. Das ist jetzt ziemlich asozial. Komm schon, leck mich doch. Sorry, dass ich mich jetzt aufrege, aber ganz ehrlich. Das ist jetzt einer der nervigsten Stellen jetzt überhaupt. Ich glaube, dieser Part wird jetzt extra länger sein. Ja auch nichts. Scheiße. Oh Mann. Keine Ahnung, wie ich weiterkommen soll, aber naja. So, das heißt dann, die Grüne muss dann runterkommen. Ja, so das auch. Aber die Grüne geht wieder runter. Muss ich wieder von vorne anfangen. Scheiße, ich check das nicht. Jetzt nicht raus weiterkomme, dann habe ich echt ein Problem. Nee, das will ich jetzt nicht machen, oder doch? Oh Gott. Ich habe schon wieder gelitten, ne? Jetzt leide ich wieder schon wieder, ne? Jetzt kommt der Jack the Ripper gleich, ne? Also nicht mehr der Frauenmörder, sondern eher der Blockmörder. Oh, ich rede zu viel Quatsch jetzt, ich weiß es. Was rede ich da eigentlich? Ach, keine Ahnung, was es ist. Keine Ahnung, Leute. Also bis dahin habe ich jetzt bis dorthin soweit geschafft. Im nächsten Part geht es dann weiter. Also gebt einen Daumen hoch, falls euch dieser Part gefallen hat. Oder habt ihr ein paar Tipps, wie ich weiterkommen soll in diesem Grüllruine? Schreibt es in die Kommentare, wäre sehr hilfreich von euch. Also, und abonniert, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, damit ihr dann mehr Support zeigt für mich, für meinen weiteren zukünftigen Content. Und bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Red Book LB. Ciao!